Ja, wir gehen lieber hin. Ei. Genau, die Flugzeuge, die werden ja wieder wichtig. Das haben wir schon beim letzten Versuch gemerkt. Wir probieren es jetzt so lange, bis da kein Mensch mehr rauskommt. Oder so lange, bis er es halt überlebt. Ja, das verhindern wir. Und die Silos nehme ich auch mal ein, in der Hoffnung, dass da was drin ist. Sieht zwar so aus, aber das heißt ja oftmals nichts. Ich verstehe es nicht, warum er so schwach ist. Seht ihr doch mal, er ist noch gelb. Er könnte eigentlich rot sein, wenn ein Schuss reicht, um ihn zu killen. Jetzt ist er weit genug weg, immerhin. Er ist zwar noch rot, aber jetzt. Sekunde, den schicken wir noch da rein. Und dann kriege ich endlich Flugzeuge. Juhu. Speichern. 7-4. Kommt hin. Dann hat es ja kaum lange gedauert jetzt dieses Mal. Diesmal ging es echt gut. Kraftwerk, Großkraftwerk kann ich nicht bauen. Na gut, dann halt erst ein Kraftwerk. Und jetzt kann ich das schon mal hier rauf schicken. Und dann können wir später hoffentlich da oben eine Basis errichten. Der ist wenigstens gestorben, wa? Oh ja. Wie ging das denn? Ich versuche mich gerade zu erinnern. Wie kriegt man da oben? Kann man einen MBF in den Hubschrauber setzen? Irgendwie ging das. Wir werden sehen. Oben Gebäude einnehmen, dann kann man oben ein Flugfeld bauen. Genau so war das. Wollen wir einfach mal ein Kraftwerk hin. Flugfeld hier unten lohnt sich, wie gesagt, nicht. Brauche aber noch einen Ingenieur. Und brauche ich noch ein Großkraftwerk. Eins kann ich sicherlich noch gebrauchen. Für das Flugfeld später. Und ich hole mir eventuell noch einen Ingenieur, aber vorher sicher ich, bevor ich das riskiere. Ich will echt mal gucken, ob in den Silos was drin ist. Und dazu könnte ich auch einfach kurz das hier anhalten. Großkraftwerk. Ich glaube, jetzt brauche ich gar keine Energie mehr. Werkstatt brauche ich als... Genau, ich habe jetzt Nordeinheiten, ne? So war das. Nordgebäude und alles. Sieht aber sehr GDI-mäßig aus. Es ist trotzdem Nord. Ganz bestimmt. Muss ich das Kraftwerk auch noch kaputt machen? Jawohl, Sir. Ja, Sir. Da kriege ich jetzt gerade noch nicht kaputt. Ich lasse es erstmal da. Vielleicht stört es ja nicht. Ich glaube zwar doch. Da kann ich mich dann später drum kümmern. Aber wir schauen mal in so einer Mission ewig gewartet bis zum Schluss. Da ist Geld reingekommen. Uhuhu. Das hat sich das wirklich gelohnt? Ich bin gerade unsicher. Na gut, wir machen es einfach. Silos stören eh nicht gerade. Ich hole mir die restlichen Gebäude hier einfach auch. Da muss ich sie nicht kaputt machen. Das ist doch ein Vorteil. Dann brauche ich jetzt noch 4 Ingenieure. Eins. Moment. 5. Ist aber schön, wenn es mal ein bisschen schneller läuft hier mit dem Bauen. Voll ungewohnt fast. Soll ich es gleich verkaufen? Lass es erstmal stehen. Es ist immer ein Großkraftwerk. Es ist ja auch ein bisschen mehr wert. Ich dachte eigentlich, es kostet 1000. Hier kostet aber nur 700. Holen wir uns noch das. Das wird leider keine Kommunikationszentrale sein. Es wäre natürlich geil, wenn ich dann so ein Dings hätte. So ein Dings. So ein Ionenwerfer. Irgendwie jucken meine Augen. Wie kann das nur sein? Lasst mal gucken. Das war komischerweise ganz oben die Radarzentrale. 1000 kostet die. Wenn ich die verkaufe, wird sich das finanziell durchaus lohnen. Oh, da ist auch noch einer. Aber andererseits, nö. Weil ich ja die Karte genieße. Das
Es hat aber lange gedauert, bis der Luftangriff jetzt wieder verfügbar war. So lange soll das nicht dauern. Einheit bereit. Kriege ich nicht irgendwann noch einen Hubschrauber? Ich brauche den nämlich noch. Ich glaube, das kommt erst, wenn ich die ganzen Gebäude hier zerstört oder eingenommen habe. Hoffentlich werden beide auf Anhieb. Zwei Flugzeuge, okay. Wie hat er das überlebt? Unglaublich. Okay, da müssen wir... Ah ja, Flarax. Warum habe ich... Ja, das habe ich schon mal gefragt, ne? Luftangriff, wenn da noch Flarax existieren. Hey, der ist irgendwie mehr beschädigt worden. Im Nachhinein. Wahrscheinlich kam er noch das dritte Flugzeug und hat einen Augenstrich erwischt. Schon kurios. Jo, ich hoffe mal, jetzt bekomme ich den Hubschrauber, sonst komme ich ja nicht rüber. Also ich muss ihn schon bekommen. Sonst komme ich hier nicht weiter. Es sei denn, ich kann Heliport bauen. Ich kann nicht mal... Ich glaube, dafür brauche ich eine Werkstatt. Das kann ich mir aber jetzt sparen. Eine Werkstatt benötige ich nicht. Ich muss einfach ganz normale Panzer bauen, wenn ich da oben bin. Fäuste von Nord. Also die hier. Oder konnte man sogar Mammuts bauen? Wir werden sehen. Ich meine, hier am Anfang hatte ich ja ein Flugfeld eingenommen. Stimmt, und jetzt habe ich einen Nord-Bauhof, auch wenn der wieder von Chidiai aussieht und auch sehr gelb ist. Weil er ja mir gehört. Aber ich kann nur ein Flugfeld bauen und beim Flugfeld kommen keine Mammuts raus. Leider. Nordgebäude, wo Juhu, da ist er. Habe ich noch Ingenieur? Einen brauche ich mindestens noch. Jawohl, Sir. Bestätigt. Und ich glaube, die brauche ich hier nicht mehr. Schon dabei. Die sind eh mehr tot als lebendig. Ich muss noch ein bisschen warten, bis ich wieder Luftangriff habe. Bevor ich da oben ein bisschen frei machen kann. Zumindest ihn hier will ich noch wegkriegen und dann kann... Das reicht vielleicht schon. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe schon wieder ein paar Tage nicht aufgenommen, was da genau war. Ich kann auch mal mit in die Pampa die Luftangriff schicken, dann sehe ich ein bisschen mehr. Das mache ich auch gleich, aber ich lade es dann direkt wieder, damit ich den Panzer noch dort kriege. Jetzt habe ich so viel Energie, da muss ich irgendwas verkaufen. Normales Kraftwerk kann auf jeden Fall schon mal weg. Und ich denke, das eine Großkraftwerk hier auch. Was da alles rauskommt. Jawohl, Sir. Selbstverständlich. Jö. Selbstverständlich. Dann kommt er rein. Er einfach nur mal, weil er ein Kommando ist. Er kann da den entscheidenden Schuss setzen. Kein Problem. Unter Umständen. Aber ansonsten kommt der Halbtote ja nicht rein. Los nicht. Ich speichere mal wieder. Und erhöhen die Spielgeschwindigkeit. Ich meine, ich habe einen i7 497K. Das ist doch eine gute CPU. Ein guter Prozessor. Der ist vielleicht ein bisschen zu gut. Wahrscheinlich wird nur ein Kern genutzt und irgend so ein Scheiß. Aber was soll's. Jawohl, Sir. Die Techniker kann ich leider nicht mitnehmen. Ihr seid zu fett. Bam, bam. Oh ja. Genau, ich wollte jetzt... ich mach mal einen neuen Stand. Hab lange keinen neuen genommen. Nicht nochmal 7-4. einfach mal mitten rein. Ich sehe noch nichts, aber erst wenn die Flugzeuge kommen, dann wahrscheinlich. Okay, hier sind noch Geschütztürme, aber sonst einer hat verloren war wegen dem Flugzeug. Aber das hier muss ich jetzt natürlich wegkriegen, damit ich mich oben ausbreiten kann. Alarmschiff Rot 2 heute am 21. September noch 2015 ist kostenlos verfügbar auf Origin, weil ich nicht nutze, aber ich wollte es mal erwähnen. Und wahrscheinlich, weil das Video hier eh erst 2016 oder so hochkommt und das dann gar nicht mehr stimmt. Voll doof, jetzt werden wahrscheinlich alle Let's Plays dazu machen und dann ist meins gar nichts mehr Besonderes. So ein Mist. Noch werde ich nicht nach Silos belästigt. Ah, ich verstehe, die ganzen Punkte werden jetzt geteilt. Die haben nicht alle eine eigene Leiste, sondern die zählt für alles insgesamt.
Ist es nur aufnahmefähiger? Wird gebaut. Dann brauche ich jetzt noch mehr Silos. Fertig. Einsatz hier nicht möglich. Schade. Einsatz hier nicht möglich. Wird gebaut. Damit ich oben gleich ordentlich Geld habe. Wenn ich dann Panzer bauen muss. Wie gesagt, wenn ich sie hier unten baue, kann ich mit denen nichts anfangen. Die können ja nicht schwimmen, das kleine Stück hier. Ich könnte jetzt theoretisch schon rüber. Ich kann es zumindest mal, mir mal angucken. Sekunde. Ich hoffe, da ist ein Flugfeld, damit ich ein MWF bauen kann. Beziehungsweise MWF brauche ich gar nicht. Ich brauche einfach ein Flugfeld. Wie kriege ich da ein Flugfeld hin? Ich baue hier ein Flugfeld. Ich muss da einfach irgendwas einnehmen. Nicht unbedingt ein Flugfeld. Jetzt kommen sie da. Das ist natürlich toll jetzt. Ich komme hier gar nicht dazu. Das war jetzt nicht gut. Das ist ja Massenmord. Lasst mir kurz noch eine Sekunde, denn der Flugangriff ist verfügbar. Der macht aber nichts. Die warten dann. Schnell. Obwohl ich die Kaserne auch gerne einnehmen hätte können. Es wird nicht mehr getötet. Das ist jetzt aber tragisch. Na gut, dann warte ich noch ein bisschen. Das konnte ich ja nicht ahnen. Die Kaserne würde ich gerne einnehmen. Andererseits ist es auch egal. Ich kann die auch direkt bauen dann. Flugfeld bauen war. Und der hat langsam das ganze Tiberium abgeerntet. Da muss ich ja oben noch eine Raffinerie bauen. Aber da ist ein Blütenbaum, der produziert zum Glück neues Tiberium. Da sind wir nie am Arsch. Ich könnte jetzt quasi erstmal eine Runde irgendwo hingehen. Runde schlafen, 8 Stunden. Und warten. Bis hier ordentlich was gesammelt wurde. Aber das wird, glaube ich, gar nicht so notwendig sein. Ich muss vorher speichern, weil ich nicht genau weiß, ob ich den richtige Fleckchen finde. Ich will ja natürlich die Panzer kaputt machen. Die sind das Wichtige. Ja, und das wird eh repariert, also es hat sich gelohnt. Kann noch nichts bauen hier. Einsatz hier nicht möglich. Ja, ja. Jetzt sehe ich aber mal wieder ein bisschen mehr. Mehr. Und dieser Dialekt. One more. Sagt statt mehr. Schade, der hat nichts mehr. Aber ich brauche jetzt im Glück gerade nichts. Secret Weapon. Könnte noch ein Kraftwerk verkaufen. Ich habe hier noch 2 dann. Das eine hier links. Ich könnte auch das hier verkaufen. Aber ich verkaufe das hier. Noch mehr Geld. Juhu. Geht klar, Sir. Geht klar. Ja, jetzt müssen wir halt im Prinzip warten. Ganz spannend. Habe ich die Spielgeschwindigkeit hochgestellt? Ja, eigentlich schon. Seufz. Also beim letzten Mal hat es in dieser Mission geklappt, dass es plötzlich dann ganz schnell ging. Hätte ich mal nichts umgestellt. Dafür ist Eva nicht mehr im Stimmbruch. Dam, da, dam. Und dann kommen ja nicht mehr viele Missionen. Dann können wir Alarmschiff Rot 2 anfangen, wahrscheinlich. Und ich muss mal wieder Zelda und Banjo-Tooie wieder aufnehmen. Naja, wenn das Video hier hochkommt, habe ich das bestimmt schon längst getan. Ich habe ja irgendwie 30 Videos im Voraus, keine Ahnung. Ich habe da irgendwie so Command Conquer Fieber gerade entwickelt. Flugzeuge und nehme das ständig auf. Auch wenn ich mir das leisten kann, dann trotzdem einige Tage mal ab und zu mal nichts zu machen. Wie in diesem Fall hier. Bei dieser Mission war das ja so. Er hat es überlebt, aber was soll's. Einheit verloren. Ich glaube, ich sage nicht, was soll's. Sondern krieg jetzt einfach mal 2 oder 3 Dinger und die machen den kaputt. Dann kann ich nämlich sofort loslegen. Ich könnte auch warten kurz, vielleicht kommt da ja noch was. Einheit verloren. Manchmal kommen die ja ein bisschen später noch. Dann halt nicht. Letzter Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, dann müssen wir halt damit leben.
müssen wir damit leben. Ja, komm, warten wir noch eine Runde. Einheit verloren. Der Baum, er brennt. Brennender Tannenbaum. Boah. Dürrer Tannenbaum. Das ist mir viel zu realistisch. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Du kannst sammeln. Ich kann hier alles verkaufen gleich. Sogar den Bauhof, theoretisch. Wenn ich da oben einen MBF hinbauen würde. Erbauen würde. Und aufbauen würde. Aber ich glaube, brauche ich nicht. Ich will ein Flugfeld. Eine Raffinerie. Und dann bin ich zufrieden. Dann kann ich hier durchmarschieren mit meinen Truppen. Alles auseinandernehmen und habe gewonnen. Die Mission ist also im Endeffekt gar nicht mal so schwer. Ich habe sie mir nur sehr schwer gemacht, weil ich nicht wusste, wie ich das angehen sollte. Dass man natürlich einen Hammer der Gnadier baut, um weit genug schießen zu können. Die rauslockt, da mit dem Kommando abballert, nacheinander. Darauf hätte man erstmal kommen müssen. Bin ich jetzt so schnell nicht, aber jetzt weiß ich das auch. Manchmal muss man halt kuriose Methoden in Erwägung ziehen, um zum Ziel zu gelangen. Apropos Ziel, wir können das nächste Ziel gleich anvisieren und den Typ endlich dem Erdboden gleich machen. Buchstäblich. Schluss jetzt mit deiner Existenz. Dankeschön. Sicher. Hat ja überhaupt nicht lange gedauert. Sag ich mal, seid froh, dass ich die Geschwindigkeit erhöht habe, die Spielgeschwindigkeit, sonst würde das echt unerträglich lange dauern. Oben kam gleich noch mindestens ein Typ, das hatten wir gesehen. Hoffentlich kann ich das einnehmen, bevor da jemand rauskommt. Nein! Ah, was für ein Pech. Die sind gerade auf mich aufmerksam geworden, weil ich hier gelandet bin. Dann lande ich einfach da. Dann hat er nicht so einen weiten Weg. Wo ist der Ingenieur? Warum kommt der nicht als erstes raus? Ich sehe ihn nicht. Ha? Wo ist er? Einfach reingehen. Ja, toll. Zack. Faust von Nord. Ja, ist egal. Habe ich gesagt, ist egal. Ich muss es weiter unten aufstellen. Moment, ich will mal kurz angucken, was hier noch so ist. Gut, die sind halt zwei Notmods. Und laden. Lass mich überlegen. Soll ich noch warten eine Runde? Wäre vielleicht klüger. Wenn ich ganz hier am Rand bin, dann bauen die doch keine Einheiten, oder? Hoffentlich. Nicht so weit raus, Mist. Da schießt der auch mal von selber. Der schießt aber nicht, der will nicht schießen, das glaubt man nicht. Ist der was? Dann nehme ich einfach das hier ein. Jetzt bin ich weit genug da. Ja, jetzt habe ich mein Kommando leider nicht mehr. Schnell. Ich muss die Kaserne wegkriegen. In relativ schneller Zeit. Ja, das ist ja liefer gut. Was? Wo bin ich? Ich habe irgendwas Falsches hier. Ah, ein ganz falschen Stand. Wo bin ich auf 3-Ed wahrscheinlich gekommen? Da wollte ich nicht hin. Was ist für eine scheiß Musik jetzt? Ah, wieso ist die jetzt gekommen? Moment. Frickst du die tolle Musik von eben nicht mehr? Ah, komm, nehmen wir. Moment. 80er Mix. Wie geil. Command Conquer 1 kam 95 raus übrigens. Da war noch alle voll im 80er Fieber scheinbar. Moment, gerade wurde der Luftangriff wieder ganz schnell. Fertig. Aber auch noch einen Moment. Also irgendwie unten rechts ist es nicht unbedingt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt.
Die Mythen der Videospieltechnik. Okay, ich würde sagen, da muss ich die Kaserne doch kaputt machen. Oder ich gucke jetzt gerade mal kurz oben, dass ich die Geschütztürme wegkriege. Ich krieg die Geschütztürme nicht weg mit dem Luftangriff. Das ging ja nicht. Also mache ich einfach die Kaserne weg. Dann habe ich schon einiges leichter hier. Wenn ich das hier dann einfach einnehme. Die Radarzentrale, auch wenn ich da unten schon einen habe. Jawohl, Sir. Breche auf. Aber das erfordert auch eine Menge Taktik. Und irgendwas erinnert mich die Musik. An die 80er. Flugzeuge verfügbar. Weichern. Und jetzt, auf die Kaserne wollte ich. Dann kommen da immerhin keine Leute raus. Dann kommen zwar noch zwei Nutmods. Und die Geschütztürme nerven eventuell. Ja, jetzt haben wir hier Ruhe. Die hauen ab. Ja, die stellen sich da hin, aber das macht nichts. Weil ich einfach mein Kommando mitnehme. Der zum Glück noch lebt. Ist das nicht schön? Bestätigt. Können sie da nichts mehr bauen. Nur die Notmods werden gleich nerven. Ist das echt so gedacht gewesen, ja, alles? Ich glaub's einfach nicht. Wo ist der Kommando? Der kommt aus Vorderzis. Herrlich. Ja, so war das wohl echt klüger. Jetzt müssen wir mal gucken, dass hier keine Notmods nerven. Neue Bauoptionen. So, jetzt brauche ich erstmal hier Platz. Und dann kann ich gleich noch eine Raffinerie bauen. Die baue ich schon mal vor, damit ich die sicher habe. Bevor gleich mein Geld alle ist. Was scheinbar gleich passiert. Er musste ja nicht gleich nach ganz vorne gehen. Wieso ist mein Geld schon wieder weg? Ich glaube es einfach nicht, was hier gerade passiert. Und die können sich auch nicht entscheiden, was sie machen wollen. Irgendwie finde ich gerade keine Worte. Das ist doch die Verarsche pur. Wieso habe ich so wenig Geld, ist auch meine Frage. Notgebäude wurde erobert. Gut, dann verkaufen wir den ganzen Scheiß hier wieder. Der hat ja gar nichts gebracht. Wir benötigen Silos. Ja, dann... Nee. Neue Bauoptionen. Raffinerie. Wird gebaut. Immerhin werde ich gerade in Ruhe gelassen. Wenn gleich der Luftangriff fertig ist, kann ich vielleicht noch irgendwas erledigen. Ich brauche einen neuen Stand, Hilfe. Sichern. Ich habe auf der höchsten Geschwindigkeitsstufe die Dinosaurier-Kampagne neu nochmal gespielt. Also ich komme damit ein bisschen klar, durchaus. Ich kann die Raffinerie noch nicht aufbauen. Aber wenn ich die jetzt baue... Ich kann nur einen einzigen... Ich habe so viel verkauft gerade, ich glaub's nicht.